Mathe heute aus Recklinghausen. Und zwar wollte ich euch etwas, was ich seit über einem Jahr vorbereite, vorstellen. Ich habe es vor einigen Wochen ein weiteres Mal auf Facebook angesprochen. Ich bemühe mich um eine Reihe Gemälde um Janusz Korczak, einem in Polen sehr berühmten Pädagogen, der ermordet wurde. Und grundsätzlich arbeite ich gerade an einer Reihe Menschen, die inspirationswürdig sind im Rahmen dessen, was sie für die Gesellschaft getan haben. Und introducing zu meiner Serie Janusz Korczak dachte ich, da ich jetzt schon so lange dran arbeite und die Formulierungen suche, wie ich das alles, was ich versuche zu verarbeiten, hier im Studio in Recklinghausen, zusätzlich zu der Ewaldstraße, ich dachte, wenn ich langsam anfange und ich irgendwann viel, viel weiter bin, dann es wäre nicht verkehrt, jetzt schon das leicht öffentlich zu machen, da wir auch 2022 haben, etwas über 20 Monate Covid. Ich glaube, die Idee ist ein bisschen älter, weil meine Großmutter hatte eine sehr große Buchsammlung, eine kleine Bibliothek. Sie war sehr belesen und mochte Bücher sehr gerne. Da habe ich dieses Exemplar gefunden. Ich hatte es anders in Erinnerung, da es in meiner Buchsammlung wiederum fast 2-3 Jahre verschollen war. Ich kannte Janusz Korczak gar nicht. Durch die Art, wie ich aufgewachsen bin und Migration, per Zufall wurde ich damit nicht so berührt. Wenn du in Polen aufwächst, weißt du genau, wer das war. Und sehr subtil zusammengefasst ist diese ganze Geschichte eigentlich in diesem Gemälde schon. Und es gibt auch einen Film, den ich nicht gesehen habe. Alles, was ich bisher habe, sind Artikel und Dokumentationen. Also ich weiß, er war Arzt, er war jüdischer Herkunft. Ich weiß, dass die Erziehungsportfolien, die er niedergeschrieben hat, revolutionär waren. Und auch die Art, wie er die Kinderheime führte. Jetzt ist das hier ein bisschen schlecht beleuchtet. Oder zu gut. Einen Moment. Ich habe das erste Dom Sierot hier. Ich mache die Lampe ein bisschen runter. Das habe ich schon gemalt. Dort. Ich will das so ein bisschen storymäßig aufbauen, sodass der Leser die Geschichte versteht. Das hier ist quasi die Art, wie die Kinder Janusz mochten und wie er unter Trauer im August gestorben ist und wie er die Kinder an die Hand genommen hat und mit ihnen in diesen Todeszug gestiegen ist quasi. Ja, jetzt habe ich die Daten nicht so direkt im Kopf, weil ich an der visuellen Ausdrucksweise im Moment arbeite und quasi selber schon so ein kleines Heft geschrieben habe. Das aber immer nur ein bisschen Blätter, um die Visualisierung zu verarbeiten. Ich will nicht übertreiben, ich habe schon sensible Momente und mein Beruf ist ja Kunstdozent, beziehungsweise seit 2002 arbeite ich mit Kindern und Jugendlichen im Bereich Betreuung, Förderung oder auch halt Hip-Hop-Dozent oder sowas und sehr, sehr viele sich kümmern um Kinder, Jugendliche oder Zeit mit ihnen verbringen, vom Spielkäfer bis fast 10 Jahre familienunterstützender Dienst in der AWO mit Menschen mit Behinderung, 10 Jahre Integration parallel zu Kunstkursen und sowas. Also dahingehend mag ich es sehr, sehr wenig, wenn Gewalt an Kinder ausgeübt wird. Und das ist etwas, das mich manchmal sehr stark durcheinander bringen kann. Aber ich mache das jetzt auch schon 20 Jahre. Wir haben 22. Eigentlich habe ich 98 im Bürgerhaus Süd angefangen, bevor die pädagogische Abteilung geschlossen wurde. Und im Folgejahr habe ich eine katholische Julaika gemacht. Danach aber mich nicht mehr so im Rahmen der Kirche im sozialen Bereich engagiert, sondern in anderen Bereichen. Und dann habe ich ganz viele Honorartätigkeiten in der Zusammenarbeit mit Kindern gemacht, als ich selber noch ein Jugendlicher war. Und irgendwann sind auch 20 Jahre rum in diesem Bereich. Und dann
fällt es einem immer sehr, sehr schwer, manche Gewalt wahrzunehmen. Also es gibt ganz viele Filme, wo ich Gewalt ertragen kann und wieder andere nicht. Das ist schwierig oder ist einfach nicht anschaubar. Aber das fand ich sehr wichtig, dass ich jetzt mir schon ein Jahr die Zeit nehme, das überhaupt zu visualisieren und dass ich mich immer wieder hinsetze und überlege. Also dafür habe ich fast 10 Monate gebraucht. Das hier ist fertig. Links war ein kleiner Riss, den ich überarbeiten muss. Aber das Gemälde ist, außer dass es nicht versiegelt ist, das erste fertig. Und es erzählt schon grob die Geschichte. Die Kinder mochten diesen Janusz sehr gerne. Und er ist nicht nach Israel geflohen, sondern halt wirklich in Polen dann geblieben. Er hatte mehrfach die Möglichkeit, aufgrund seiner Beziehungen und weil er auch schon in Israel gewesen ist oder sonst wo auf der Welt, Polen zu verlassen oder das Warschauer Ghetto. Das zweite Bild aus der Serie ist ähnlich. Das ist eine Szene aus dem Film, den es gibt, der ist schwarz-weiß. Und der zweite Bereich, den ich machen wollte, ist zumindest das Waisenhaus, das erste. Er hat zwei aufgebaut und abgesehen davon, dass er die Fördergelder und die Gelder aufgetrieben hat für die Kinder, dass die Sonntagskleidung hatten für die katholische Kirche. Nicht alle Kinder in seinem Waisenhaus waren jüdischer Herkunft, konnten die einmal die Woche ins Theater, ins Kino und hatten für 1920, 30 sehr wohlhabende Verhältnisse in diesen Heimen. Damals haben die meisten Leute trotz Arbeit Brotsuppe gegessen und bei ihm gab es halt Suppe mit, weiß nicht, gehacktes Pilz und sowas. Also da war er sehr, sehr bemüht und normale Menschen, die arbeiten gegangen sind, hatten keine Sonntagskleidung und bei ihm die Kinder, die zur Schule gegangen sind, hatten Sonntagskleidung, Ausgehkleidung und so weiter. Also war er sehr bemüht, diese Gelder für die Kinder aufzutreiben und die Nazis haben halt viele dieser Kinder ermordet und er hat die Kinder nicht verlassen. Pädagogisch hat er auch sehr revolutionäre Themen bearbeitet. Von Beruf her ist er eigentlich Arzt gewesen und nicht mal Kinderarzt und hat sich beschlossen, Pädagogik zu machen und ein Heim aufzumachen und hat das sehr übertrieben gut gemacht. Aber das ist ja Teil 1 und ja, dieses Thema war so sensibel, dass ich seit einem Jahr oder fast 20 Monaten, so wie Covid dauert, daran sitze und mir überlege, wie ich das erzähle. Ich habe viele Dokumentationen gesehen. Es gibt die Kinder, die vor dem Krieg geflohen sind, nach Frankreich oder sonst wo, oder nicht jüdischer Herkunft waren. Es gibt ein paar Künstler, die er erzogen hat, die heute dann halt 70, 80 Jahre alt sind und halt auch immer noch an ihn erinnern in ihrer Arbeit. Die sind jetzt nicht so krass berühmt wie ein Dali oder so, aber doch in ihrem Bereich schon relativ bekannt. Auch deren Aussagen und Erinnerungen an das Leben in den Heimen habe ich mir angeguckt. Einige der Zahlen habe ich jetzt gerade nicht. Aber ich arbeite daran seit circa 20 Monaten und möchte halt, dass wenn ich soweit bin und mehr als das habe, dass das schon wirklich die Wahrheit erzählt und diese Liebe und Hingabe. Weil es gibt wenig Menschen, also ich habe mittlerweile einige sogar persönlich kennenlernen dürfen, Leute, die, wo ich sage, krass, wie viel Hingabe die für andere Menschen haben. Dann gibt es andere, die machen das, weil es ihr Job ist, aber die machen das gut. Ne? Und dieses mit der Aufopferung, das machen nicht so viele Menschen. Oder manche kennt man halt nicht persönlich und trägt halt nur die Legende weiter. Und von mir aus trage ich jetzt vielleicht eine Legende weiter. Andererseits ist damals ein sehr, sehr großes Unrecht passiert, weil im Warschauer Ghetto sind alleine 70.000 Kinder ermordet worden. Das ist etwas mehr als die aktuelle Einwohnerzahl in Herten. Recklinghausen wohnen 2.080.000 Menschen. Naja, und das ist ja nur die 70.000 Kinder, ist die Dunkelziffer von Kindern, die ermordet wurden. Und die waren nicht alle jüdisch. Und selbst wenn die jüdisch waren, ist das ja keine Rechtfertigung, Kinder zu erschlagen oder gegen Hunde kämpfen zu lassen. Also das sind die krassesten Sachen gewesen. So
Stell dir vor, du und dein Freund, kommt jemand, drückt dir und deinem Freund einen Hammer in die Hand und sagt, tja, du oder er. Oder wir misshandeln euch mit einer Schusswaffe und wir haben heute Schäferhunde auch dabei. Ne? Und dann entschlägt dein Freund dich mit einem Hammer tot oder du ihn, dann gibt es wenigstens einen Überlebenden und wenn nicht, dann werdet ihr misshandelt und dann von Hunden gebissen. Solche Dinge haben halt auch stattgefunden. Das ist sehr menschenverachtend und unwürdig. Leider Gottes gibt es selbst bis heute Orte auf der Welt, wo sowas sich immer noch wiederholt. Und das sind schon sehr, sehr krasse Dinge. Und das sollte Kinder nicht erleben müssen, sehen dürfen oder daran teilhaben. Und es gibt trotzdem sehr stabile Menschen auf dieser Welt, die sehr, sehr engagiert sind, viel, viel mehr engagierter als ich. Und sich sehr bemühen halt für andere Menschen. Und ich versuche das natürlich auch regelmäßig auf meinem Weg, aber der ist halt, naja, im Rahmen meiner Möglichkeiten etwas anders. Sagen Sie jetzt, ich mache halt wirklich seit 20 Jahren soziale Arbeit. Und auch ungefähr genauso lange Kunst. Und das ist immer so ein Hin und Her zwischen, mal mache ich mehr was im sozialen Bereich, mal habe ich die Möglichkeit, sehr viel Kunst zu schaffen oder auszustellen oder zu arbeiten. Und damit bin ich eigentlich ziemlich zufrieden. Und ich kann auch sagen, es gab bestimmt in den letzten 20 Jahren den einen oder anderen Jugendlichen, wo ich Impulse setzen konnte oder unterstützen konnte oder helfen konnte oder auch aus Familiensituationen. Da darf man ja dann als Pädagoge in den Anführungszeichen oder so halt nicht so direkt aus dem Nähkästchen sprechen. Andererseits durfte auch ich eine sehr, sehr angenehme Förderung erfahren und da ist trotz des Zweiten Weltkrieges Deutschland mittlerweile sehr, sehr weit vorne, wenn nicht sogar Nummer eins oder so, ne, was Förderung angeht. Also ich kenne einiges, ich habe sehr viel Kontakt zu Polen, habe einige Jahre im Ausland verbracht und auch diverse Reisen erlebt und weiß, dass andere soziale Systeme halt nicht so stark fördern, wobei wir jetzt durch die Covid-Situation seit 2020 auch da wirklich sehr, sehr krasse Grenzen kennenlernen. So, jetzt ein kleiner Ausflug zur Seite gewesen, aber ich denke, ich werde die Janusz Korczak-Geschichte auch im öffentlichen Raum ausstellen können. In Zukunft, wenn ich etwas mehr gearbeitet habe daran oder die Werke halt. Ich habe auch noch einen Stapel Skizzen, aber naja, das ist etwas, wo ich jetzt seit 20 Monaten dran bin und das ist schon eine harte Nummer. Ich male nicht immer so lange Gemälde und das dachte ich, verbalisiere ich auf diese Weise. Ne? Wenn ihr jetzt die anderen Videos guckt oder so, die auf dieser Seite sind, das sind Sachen, gehe ich mit der Sprühdose hin, dann ist das irgendwie in 30 Minuten durch. Das soll diese Sachen nicht schmälern oder schlecht machen. Das ist natürlich auch ein Erfahrungswert, wenn man das technisch so lange macht. Und bei anderen Dingen sucht man sich einen anderen, stärkeren Ausdruck. Wenn ich jetzt die Möglichkeit gehabt hätte, aus irgendwelchen Gründen das auf eine Wand zu projizieren, dann hätte ich mir auch eine Woche Zeit genommen, anders und wäre natürlich anders vorbereitet und hätte das auch gemacht. Und ich sage nicht, dass es schlechter wäre, aber das ist so etwas, da versuche ich im Moment halt auch aus persönlichen Gründen, weil das so eine Überlieferung von der Familie geworden ist. Meine Oma ist ja lange tot und ich habe einen großen Anteil ihrer Bücher genommen und dann möchte ich das halt besonders schön ausdrücken und diese Geschichte halt erzählen. Euer Marte. Wir sehen uns.